Hey ho, meine Lieben. Heute Video ein überraschendes Überraschungspaket. Ich habe hier ein Paket bekommen. Ich weiß nicht, von wem das ist. Absender steht eigentlich auch keiner drauf. Moment. Nadvargo. Ne, kein Absender. Irgendwas mit nicht werfen. Ich glaube, in Tschechisch steht drauf. Also, hier habe ich probiert, schon reinzugucken. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß ja nicht einmal, ob das was zum Grillen ist, Leute. Aber das werden wir jetzt zusammen rausfinden. Und ihr werdet genauso überrascht sein wie ich, weil ich habe absolut keinen Plan. Gehen wir rüber. Dadurch habe ich nichts gesehen. Ich weiß es echt nicht. Also, das Taki-Paket, was ich bestellt habe, kann es mal nicht sein. Weil so schnell ist der faule Sack nicht. Aber ja, ich habe direkt beim Taki bestellt, im Shop. Und Versandbestätigung habe ich aber schon gekriegt gestern. Vorgestern bestellt, gestern versendet wahrscheinlich. Naja, kann sich auch bloß noch um Tage handeln. Lecker Landjäger wieder. Mhm. Die haben mir so lecker geschmeckt vom Taki, die habe ich mir gleich wieder welche bestellen müssen. Aber jetzt... Meine Fresse, was ist denn das? Kein Überraschungspaket. Jetzt weiß ich, was es ist. Leute, es gibt geile Videos. Habe ich mir bestellt. Ist schon eine ganze Weile her. Hat geheißen, ist lagernd, aber Lieferung irgendwas weiß ich. Irgendwann, was weiß ich. Ja, das war halt heute. So. Und das gibt richtig, richtig, richtig geile Videos. Da machen wir gleich mit meinen einzelnen Blättern weiter, wo ich habe. Aber heute nicht. Na? Seht ihr schon, was es ist? Aus Edelstahl soll es sein. Mhm. Jawohl! Ein Gulaschkessel. Nanu? Naja. Aus Edelstahl. Etwas dickeres Edelstahl hat es geheißen, aber... Naja, ist doch... Der Deckel ist dünner, definitiv. Da drin werden wir das nächste Video machen, denke ich einmal. Mhm. Moment. So. Es steht zur Auswahl Birth Board Gulnignon Eintopf. Da hapert es dann wieder mit der Aussprache. Ich hoffe, man kann das so lesen. Also entweder diesen Eintopf, dann einen würzigen Hackeintopf. Und dann habe ich noch einen Bohnen-Mais-Eintopf mit Hähnchenfleisch. Und den katalonischen haben wir schon gemacht. Also Leute,
Jetzt ran an die Tasten. Welchen von diesen drei Eintöpfen soll ich in diesem wunderschönen Edelstahlkessel machen? Die Mengenangaben, was ich hier drauf habe, die werde ich wahrscheinlich eh überschreiten. Aber ihr seid dran, was soll ich da drin machen? Ja, dann war es doch nicht so überraschend, das Paket. Naja. Katze, was machst du da hinten? Gut, dann sind wir für heute schon wieder fertig. Halt, für die Computerfreaks nochmal. Ich hatte ja in meinem letzten Video nachgefragt, Xbios, ob da jemand was hat. Ich habe mir hier jetzt eine ältere PC Games Hardware nachbestellt. Ja, da steht ein bisschen was übers BIOS drin, aber leider auch noch nicht so ganz das, was ich gern wollen täte. Nun gut, der Plan steht, dass wir Samstag, morgen ist Freitag, dass wir Samstag hier drin was machen. Leute, ran an die Tasten, schreibt es mal unten drunter, was von den drei Gerichten ich machen soll. Wenn einer vielleicht noch einen besseren Vorschlag hat, raus damit. Man kann ja drüber reden. Okay, das war's dann. Wir sehen uns dann, je nachdem, wie lange ich mit dem Video bearbeiten brauche. Also, das, was wir hier drin machen, Samstag oder Sonntag dann. Okay. Bis dann. Ciao.